Tja, moin Leute, Schwarz in Schwarz heißt ein Album Sam von Sally. Und Schwarz in Schwarz ist es auch hier auf dem Wave Gothic Treffen, von dem ich euch herzlich begrüße. Ich bin immer mal auf dem Mittelaltermarkt. Da sind wir ein bisschen rum und soll ich da mal noch so ein paar Impressionen hier. Das Festival ist schon an sich ziemlich geil. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei am WGT? WGT? Schon 10 Jahre lang unterwegs. Uiuiui, Respekt. Mein 10. WGT, ja. Dann Glückwunsch zum Runden. Danke. Treffen noch im örtlichen XRX in Leipzig ein bisschen einkaufen und da gab es ein XRX und im Lagerverkauf das hier. Pechkekse. Und von diesen Pechkeks habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal so ein kleines Unboxing. Pechkekse sind quasi Glückskekse, nur mit Sprüchen in einer Art von Du hast einen großen Todesstern. Hier steht, hier kannst du es am wenigsten kommen sehen. Steht hier drauf als Logo, als Slogan. Interessant, ansonsten sind die wohl zutatenmäßig stinknormale Glückskekse. Vor dem Zettel aus dem Keks nehmen. Zu diesen Pechkeksen gibt es auch eine Homepage www.pech-keks.de. Hau ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Haltbar bis zum 28.02.2015. Das kriegen wir gerade so hin. Wenn du jetzt natürlich am 29.02.2015 dieses Video schaust, dann würde dieser Keks abgelaufen sein. Schade, schade, dann wird entweder mir oder dir nach dem Ansehen dieses Videos schlecht werden. Sehr geil. Das hier ist ein normaler Glückskeks, aber wirklich pottenschwarz, riecht nicht verbrannt. Hier, wie interessant zum Aussehen. Ich mach mal auf. Brösel schon auf jeden Fall. Ja, schmeckt genauso scheiße wie jeder andere Glückskeks auch. Zettel haben hier ein sehr schönes Design. Mit so kleinen Tütenköpfchen. Sei nicht traurig, auch dein Leben ist irgendwann vorbei. Ja, das sind die bösen Pechkekse. Wenn ihr auch so ein bitterböses Erlebnis haben wollt, nein, es ist kein Product Placement, es ist einfach nur just for fun. Auf der Seite gibt es die auch zu kaufen. Klar, in einer Design-Box hieß es.
Das sind 13 Keks für 13 Euro. Ich persönlich muss sagen, wenn ihr einen wirklich total schrägen, abgeflachten Partykeks unbedingt braucht, dann könnt ihr die 13 Euro investieren. Ansonsten würde ich persönlich sagen, lasst es. Das sind sie nicht wert. Das ist witzig. Aber da könnt ihr auch selber Glückskekse backen. Habt ihr billiger, plus eure eigenen sadistischen Sprüche. Gut, das soll es jedenfalls gewesen sein von Wave Coffee Treffen 2014. Hätte ich fast falsch gesagt. Und damit sage ich Tschüss. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag. Denn momentan war ja ein bisschen viel um die Ohren. Und deswegen ging das dann nicht mit den Videos. Tschüss und schöne schiefe Noten. Ich hau mal den Glückskeks noch rein und hoffe, dass ich nicht speiere. Oh, ja. Oh.